Hallo, hier kommt nochmal ein Tool für euch, das eigentlich für alle Lebenslagen mega, mega toll ist. Und das ist das achtsame Beobachten, ohne zu bewerten. Wenn ich Lust habe, kann ich vorab schon mal was Entspannendes machen. Das Klopfen, das Tappen, die Kongruenzatmung. Das Minimum, was ich mache, ist zwei tiefe Atemzüge nehmen. Und dann macht ihr eure Augen zu. Ich würde schon gucken, dass es mir halbwegs bequem ist, aber ihr müsst jetzt nicht da erst eine Matte ausrollen und euch da hinlegen. Keine Ahnung was. Also ich kann sitzen, ich kann stehen, ich kann liegen. Ich gucke, dass es mir halbwegs bequem ist. Dann mache ich meine Augen zu und beobachte in mir drin, was für Gedanken, Gefühle und Empfindungen in meinem Körper auftauchen. Und die Aufgabe ist, ich lasse den Fluss einfach so, wie es laufen. Versuche nichts absichtsvoll in irgendeine Richtung zu lenken oder zu verändern. Alles darf sein. Und ich beobachte, ohne zu bewerten. Alles, was kommt, ist okay. Und dann gehe ich damit weiter. Vielleicht verändert es sich dann. Und dann gehe ich damit weiter. Ich gehe einfach immer mit weiter. Ihr könnt euch auch vorstellen, ihr sitzt in einem Flugzeug und ihr schaut zum Fenster raus und seht draußen die Wolken. Ihr seht sie, ohne sie zu bewerten. Und diese Wolken sind eure Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen. Und wie ihr weiterfliegt, ist dieser ganz natürliche Fluss und es zieht an eurem Fenster vorbei und ihr guckt einfach, was ist da jetzt gerade lebendig in mir, ohne es zu bewerten. Also Augen zu, ihr Lieben. Zweimal tief durchatmen. Dann beobachtest du, ohne zu bewerten, deine Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen. Mal einen tiefen Atemzug. Was ist jetzt? Schaust mal, wo dich der Fluss hingetragen hat, welche Gedanken, Gefühle und Empfindungen du jetzt gerade hast. Und dann gehst du damit weiter. Wieder achtsam beobachten, ohne zu bewerten. Was für Gedanken, Gefühle und Empfindungen auftauchen. Nimmst du nochmal einen tiefen Atemzug. Was ist jetzt? Und du kannst diese Übung natürlich länger machen. Würde dir empfehlen, so lange dran zu bleiben, bis du merkst, okay, jetzt ist es gut. Ich bin so weit mit diesem Fluss mitgegangen.
jetzt ist es für den Moment, ist es gut. Okay? Also nimm dir auch immer ein bisschen Zeit für diese Übung. Mach sie nicht zu schnell schnell. Und lass dich einfach mal überraschen, was das mit dir macht. Es ist wirklich eine mega, mega, mega schöne und tolle Übung, wo wir viel über unser Innenleben erfahren, wenn wir mit dieser Offenheit, mit dieser Neugierde, ohne gleich alles zu bewerten und wieder verändern zu wollen, einfach mal nehmen, was da ist. Wenn wir da hinschauen und auch schauen, wie dieser Fluss sich bewegt und was der bringt. Das ist ja, super, super spannend. Ein ganz, ganz tolles Tool, was uns auf der einen Seite Entspannung, aber auf der anderen Seite eben auch viel Erkenntnis bringt. Ja, damit wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß beim Ausprobieren und beim Machen und beim Herausfinden. Viel Spaß damit. Tschüss.